Tetris sollte ja eigentlich jedem bekannt sein. Es ist hier umsonst eines der populärsten Videospiele aller Zeiten. Natürlich gibt es auch Dutzende Nachfolger und Spin-Offs, die alle versucht haben, auf dieser Erfolgswelle mitzureiten. So erschien auch Tetris Attack auf den Super Nintendo. Was macht es anders? Wie schlägt es sich? Was taugt Tetris Attack auf den Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Intelligent Systems programmiert und von Nintendo selbst 1996 veröffentlicht. Das Spiel erschien auch zeitgleich für den Game Boy, wo es natürlich etwas abgespeckter erschien. In Japan erschien das Spiel unter dem Namen Panel de Pon und verzichtete auf die Nintendo-Charaktere. Ich war positiv überrascht, als ich das Modul eingesteckt habe und mir keine eher nüchterne Tetris-Optik entgegenstrahlte, sondern die altbekannten Nintendo-Charaktere. Das bringt natürlich noch einmal einen guten Schwung, gute Laune und Charme mit rein. Aber fangen wir von vorne an. Grundsätzlich ist das Spiel natürlich ein Puzzlespiel, das mit Tetris allerdings nicht zu viel gemeinsam hat. Wem Namenspartner spielt sich das natürlich auf einem begrenzten Spielfeld und ihr müsst Steine kombinieren. Danach hören aber auch die Gemeinsamkeiten schon auf. Ihr habt 4 unterschiedliche Typen von Kästchen. Kombiniert ihr 3 oder mehr davon, verschwinden sie. Natürlich könnt ihr auch noch mehr Punkte einheimsen, wenn ihr mehr aneinander reiht. Das tut ihr, indem ihr mit dem Cursor die entsprechenden Felder markiert und dann tauscht. Damit es nicht zu schnell langweilig wird, erhöht sich später natürlich auch der Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit und so müsst ihr immer schneller kombinieren. Die Regeln sind also einfach gestrickt, aber Tetris Attack verfolgt natürlich nach dem goldenen Spielprinzip einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern. Euch erwarten diverse Spielmodi. Im unendlichen Modus spielt ihr, naja, unendlich lange, bis der Bildschirm voll ist. Im Puzzle-Modus erwarten euch vorgefertigte Felder, die ihr dann entsprechend lösen müsst. Der Kern ist aber der Story-Modus. Hier müsst ihr insgesamt 30 Level absolvieren und zum Schluss sogar Bowser den Gar ausmachen. Die Level werden natürlich immer schwerer und sorgt ihr immer eine gute Herausforderung vor euch. Der Schwierigkeitsgrad bleibt dabei immer relativ schwer und so seid ihr immer motiviert weiterzumachen. Ich war echt fasziniert, wie schnell ich in dieses Spiel reingesaugt wurde. Im Singleplayer wird euch hier also einiges geboten. Es gibt aber auch einen Multiplayer-Modus. Hier schnappt euch einfach einen Freund und mit diesem duelliert ihr euch dann. Hier könnt ihr auch durch Kombos euren Gegner weiter zusetzen, also ähnlich wie in Kirby's Ghost Trap. Wenn kein Kumpel zur Hand ist, könnt ihr diesen dann natürlich auch mit einem Computer-Gegner ersetzen. Die Grafik ist wie von einem Nintendo-Spiel nicht anders zu erwarten, war kunterbunt geraten und verbreitet sofort eine gute Laune-Stimmung. Die Charaktere sehen alle klasse aus und ihre Animationen passen. Der Sound steht dem in nichts nach. Jedes Level begleitet euch ein schönes Musikstück. Jedes davon ist passend und begleitet euch prima durch die Knobelaufgaben. Auch die Soundeffekte sind entsprechend. Was taugt Tetris Attack für Super Nintendo also heute noch? Ihr wollt ein gutes Puzzlespiel auf dem Super Nintendo? Dann greift hier auf jeden Fall zu. Das Spielprinzip ist wie bei jedem guten Puzzlespiel simpel, aber extrem süchtig machend. Nintendo hat es mal wieder prima geschafft, mit seinen eigenen Charmen ein Spiel zu würzen und damit etwas Grandioses zu erschaffen. Für jeden Puzzle-Fan auf jeden Fall ein Muss. Das war der Test zu Tetris Attack für Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.